Der Musikverein Bettringen führt in Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen im Ort behinderte Menschen aus allen Altersstufen an die Musik heran. Das Besondere: Die behinderten Menschen werden nicht nur gefördert, sondern sie erhalten die Möglichkeit, sich selbst zu engagieren. Und sie bringen sich mit vollem Einsatz und großer Begeisterung ein. Ob als tatkräftige Unterstützung bei Festen oder als Taktgeber bei der Probe, sind sie voll integriert und aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Das Besondere an unserer Arbeit mit behinderten Menschen ist, dass wir nicht was für die behinderten Menschen machen, sondern mit den behinderten Menschen. Die haben alle selbstständige Rollen bei uns. Einer spielt Schlagzeug ganz als eigenständige Stimme, ein anderer hilft uns bei Festen und da ist er ganz allein verantwortlich, zum Beispiel für die Spülmaschine. Am meisten Freude bereitet uns, wenn man dann den Menschen ansieht, wie sie aufgehen, wie sie Spaß haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Der Lars zum Beispiel, wenn er was richtig gemacht hat am Schlagzeug, dann sieht man schon, wie es ihm die Freudentränen ins Gesicht drückt. Das macht dann einfach auch alles Spaß. Wir arbeiten zusammen mit einer Wohngemeinschaft mitten in Bettringen von der Lebenshilfe. Dort dazu kommt noch der Kindergarten dieser Wohngemeinschaft von der Lebenshilfe und eine Wohngemeinschaft von 12 Kindern vom Haus Lindenhof, auch mitten in Bettringen. Für die Zukunft ist noch geplant, dass wir zum Beispiel die 12 Kinder, zumindest Teile davon, in die Probe integrieren, dass wir die vielleicht auch noch ins Instrument kriegen, dass es ein bisschen über die Mitarbeit im Verein auch aktiv gestaltet wird.